Hallöchen. Heute wollte ich mal die Batterien messen. Eventuell auch nochmal einen Entladetest machen. Ich habe ja hier noch die zwei Dinger, die werde ich auch noch auseinandernehmen. Ich nehme hier extra das Messgerät, weil das ein Batterien messen kann mit Last drauf. Jetzt will ich mal gucken, was das denn hier sagt. Kann man das erkennen? Ich hoffe. ,24. Also die scheint schon relativ niedrig zu sein. Das ist Minus. Klemme ich da mal an. Und da ist Plus. Mit ein bisschen Last, 3 Volt. Ist auch noch, also 2,7 ist dann schon das absolute Minimum. Darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Guck mal hier. Klemme ich da mal an. Und da 3,3. Und die nächste. Die ist mit Kapton-Tape hier irgendwie. Einmal da. Und einmal da unter. ,28. Nee. Doch, 3,28. Die hat auch noch Saft. Und dann werde ich sie eventuell noch mal laden. Und dann mal einen Entladetest machen. Also das ist ja noch alles im grünen Bereich. Aber wenn das jetzt Minus anzeigt, dann weil ich verkehrt rum angeschlossen habe. Einmal 3,37. Hier noch. Da hängt sogar noch die Verdampferwendel drauf. Ich glaube, das ist eine von den ersten, die ich gezeigt habe, wo ich die mal auseinander gemacht habe. ,5, die ist sogar noch richtig voll. Also, naja, richtig voll, aber hat noch ordentlich Power. Und die 3,8, also die ist am vollsten, am vollesten, wie auch immer. 3,8 Volt, die ist auch noch richtig voll. Bei der hier, das war so eine dreieckige. Da haben sie Schaumstoff drum gemacht. Ist ja schon mal gar nicht so verkehrt wegen Schlag. 3,2. Also, die haben noch ordentlich Saft drauf. So, meine Pfanne. Also bei den Dingen ist wirklich nur falsche Zange. Großes Gerät. Also hier hinten diese Plastikkappe.
Und schon kommt es raus. Mit dem ganzen Zeug. Das ist auch noch halbwegs voll. Weg damit. Und die. Die ist schon wieder ein bisschen anders gebaut. Auch weg. Die, ja. Die Dinge sind noch gar nicht leer gelutscht, ist das, sag ich mal so, und werden schon weggeschmissen. Kann man jetzt halten, was man will davon. Jetzt nehme ich hier den ein. Komm hier. Also die Spannung her, von den Spannungen her ist das eigentlich Akku. So wie ich auch sagte, 3,8 ist ja mehr als 3,7. 3,2, ja, könnte schon leer sein. Also die dampft dann nicht mehr so. Das ist die erste, die ich rausgenommen habe, wo noch ein bisschen drin war. Das war eben die hier, wo noch ordentlich voll ist, das Reservoir. 3,38. Also die Batterie oder die Akkus gehen schneller leer, als das Ding eigentlich leer gedampft ist. Das ist ja, sorry, das geht gar nicht. Das ist Verschwendung hoch 3. Vor allen Dingen mit den Akkus ist das eine Verschwendung hoch 3. Und ich habe mal geguckt, ich glaube, ein so ein Ding kostet 9 Euro. Wird hier wohl so verkauft bei mit 9 Euro, um die 9 Euro rum. So, und ich habe ja hier noch den, da kann ich ja gleich mal gucken. Hier ist ja diese Verdampferwendel, die sollte irgendwo was bei 1 Ohm oder so haben. Erstmal gucken, was hat die Leitung. Also 4,4 Ohm hat die Leitung selbst. Also haben wir 1,2 Ohm mit dem. Aber wir sind ja gut ausgestattet. Was hat die Leitung? 0. Hier ist die Verdampferwendel ja noch dran. Sollte um die 1 Ohm haben. 1,7. Das sagt 1,7 Ohm. Was sagt das hier zu der Leitung? 0 Ohm. Mal wieder die Dingswendel dran. 1,7 Ohm. Also passt. 1,7 Ohm. Damit kann man das schon mal arbeiten. Wo ist das Ding jetzt? Ne, das ist das falsche Handy. So, das habe ich auch noch gefunden. Das Handy, das ist ein ZTE. Da ist das Display, funktioniert auch, aber hat Streifen ohne Ende. Jetzt suche ich gerade
Wo ist denn das Handy hin? Bin ich jetzt doof? Ist doch. Mein Gott, da. Calculator. Ich glaube, das kann man nicht erkennen, ne? Ist zu hell, ne? I ist gleich U durch R. U ist dann 3,7 durch 1,7. Sind 2,17 Ampere, die da aus dem Akku rausgelutscht werden. 2,17. Also bei 2 Ampere. Und verbaut haben sie hier bei dem hier 3,7 Volt, 1,48 Wattstunden. Das war P durch U, ne? 1,48 durch 3,7, 400 mA kommt ungefähr hin. Wenn die den mit 2 Ampere belasten, boah, Alter. Hey, ja, 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 das ist schon Wahnsinn. Ja, also. Akku schön und gut. So, die Messleitung. Komm wieder an das hier. Ich habe bloß das andere Messgerät genommen, weil das halt unter Belastung messen kann. Was hatte ich gesagt? Der hier war am vollsten, so mit 3,8. Mal gucken, was das dazu sagt. Unbelastet. Mensch, guck mal hier, 3,38, ja, 3,39, also keine Last drauf, was weiß ich, wie auch immer, auch egal. Das andere kann mit Last messen, das ist besser. So, das kann beiseite, das habe ich wieder weggeräumt. Das kriegt wieder die Messstrippen. Die Messstrippen haben die hier. Die kann ich aber auch abschrauben und noch ganz spitze dran machen, wenn ich es nötig habe. Bis jetzt brauchte ich es nicht. Aber damit anklemmen ist doof. So, aber das ist so mein Multimeter, was ich sonst immer benutze. Und jetzt werde ich mal einen Akku laden. Dazu nehme ich den hier. Der hat 350 mAh. Mache ich mal ab. Das Ding mal aufladen, sagt 3,19, 4,15, nicht 4,2 und Ladestrom 350, sagt er. Sieht er auch.
350 mAh, er zieht jetzt 1,17 Watt. Ich lasse ihn jetzt mal laden, bis er voll ist. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ihn entlade, einen Entladetest mache, wie weit er noch runterkommt. Also diese Verdampferwendeln, das ist so ein Widerstandsdrahtgedönse. Also liegt bei 1 bis 2 Ohm, also zwischen 1 und 2 Ohm, je nachdem, wie viel Power das Ding haben soll. Das weiß ich schon. Ich habe selber habe ich noch eine Dampfe, die ich selber nachfüllen kann mit einem ladbaren Akku und alles, aber nutzen tue ich das Ding nicht, weil es ist jetzt keine richtige Zigarette. Sage ich es mal so. Also für mich ist es nichts. Mal für zwischendurch, ja, aber nicht auf Dauer. Kann ja jeder machen, wie er will. Ja, ich bin Raucher. Ich weiß, dass das nicht so schön ist, aber das ist mein Körper. Da mache ich mit, was ich will. Dann lasse ich mir nicht reinreden. Gut, dann sehen wir uns nachher wieder, wenn der voll ist. Messe ich dann auch nochmal, zeige ich euch dann nochmal. Und dann entladen wir den mal. Okay, bis später. Hallöchen, ihr seht schon, ich habe jetzt schon vorbereitet. Den Akku habe ich schon geladen. Das hat, weiß ich nicht, eine Stunde oder was gedauert. Ich packe das mal hier so hin. Ich klemme den mal kurz an. Ich habe ihn auf 4,15 Volt geladen. Der liegt jetzt ungefähr eine halbe Stunde. 4,15 Volt mit Belastung. Jetzt werde ich ihn entladen und gucken, wie viel da rauskommt. Dazu benutze ich jetzt dieses IMAX B6. Da müsste ich mal ein neues von haben. Ich weiß ja nicht, ob mal einer sowas sponsern möchte. Ich kann mal so eins mit auf die Amazon-Liste packen. Und ich werde das jetzt entladen. Ich werde den jetzt entladen und gucken, wie viel Saft der wirklich hat. Ich entlade ihn jetzt mit 400 mA. Das ist mehr als etwa 1C. So soll das, so heißt das. Also mit ca. 50 mA mehr, als er eigentlich an Kapazität hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier im Zeitraffer mache oder nicht, weil nebenbei bin ich am Drucken für einen Zuschauer hier, der möchte was gedruckt haben. Das habe ich noch fertig gemacht soweit. Ich musste mir noch überlegen, wie ich das Ding zusammenkriege. Aber sollte jetzt passen. Das dauert jetzt vom Druck her viermal etwa 2,5 Stunden und zweimal etwa eine Stunde circa. Mal gucken, wie lange das nachher wird. Aber derjenige, der das kriegt, der weiß schon Bescheid. Es dauert noch ein Weilchen. Ich hoffe, dass das Filament reicht. Wenn nicht, dann wird das zwischendrin auch so milchig transparent. Ich druck's jetzt in schwarz. Jetzt mache ich es aber. Wenn es dann nicht reichen sollte, dann wechsle ich auf entweder weiß oder, wenn ich da noch irgendwo schwarz finde, nochmal auf schwarz. Ansonsten auf, ja, so halbwegs durchsichtig. Müssen wir mal gucken. Ist ja nicht so schlimm. Gut, ich starte jetzt hier den Entladevorgang. Batteriecheck. 1, S1, Confirm. 4,04. 200 mA, 300 mA. 400 mA. Ich lasse das mal laufen. Das ist die Zeit. Das sind die Milliampere-Stunden. Jetzt hat er schon eine Milliampere-Stunde rausgezogen. 2 Milliampere-Stunden. Ich weiß nicht, ob ich es als Zeitraffer laufen lasse. Ich versuche es. Ich weiß nicht, ob die Kamera das schafft. Ton werde ich natürlich dann ausmachen. Also sehen wir uns nachher wieder, wenn das soweit fertig ist. Also bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ich glaube, man hat es sehen können. MA und 350 soll sie haben. Also, ich schätze mal, die hat ihre 350 mA. Also, die ist noch voll gut. Ich kann sie noch mal hier ins Bild halten. Da steht es noch mal 350. Ich schätze mal, die anderen sind genauso, auch wenn die damit mehreren Amperes belastet werden. Das werde ich jetzt, ich werde sie jetzt nochmal laden. Charge. Das mit 400 machen. Jetzt lade ich sie noch mal auf. Vielleicht zeige ich noch mal, wie viel Milliampere dann reingegangen ist. Schauen wir mal. Aber eigentlich wäre das jetzt so das Ende vom Video. Vielleicht blende ich das noch zum Ende ein. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zugucken und habt noch einen schönen Tag. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.